Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Samstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ich war gestern und heute auch noch dran gesessen und habe geschaut, was ich denn machen kann, damit es hier funktioniert. Ihr seht, ich habe auch die Silos, die hier gestanden sind, weggemacht. Habe Standard-Silos hingemacht, habe auch abgeladen. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, an was es liegt. Es heißt zwar, dass die Stappenbach hier ready sein soll, aber ich habe alle Mods mit drin, was es vom Mais Plus gibt. Er lädt hier immer nur 4000 irgendwas Liter ab und es steht auch dran, Füllstand, GPS, frisch. Normalerweise müsste er eigentlich auf Frischmais umspringen, tut er aber nicht. Also, ich weiß nicht genau, was für ein Fehler da auf jeden Fall liegt. Auf jeden Fall kann man es halt eben nicht machen. Ich habe jetzt auch noch weniger drin, weil ich halt ein bisschen mehr ausprobiert habe. Das werde ich uns dann noch mal gut schreiben. Ich habe es auch versucht, den rauszunehmen, hat auch irgendwie nicht funktioniert. Der war trotzdem immer noch da, konnte immer noch Frischmais ernten, aber ja, das Einzige, was wir jetzt mit dem Mais hier drin machen können, ist, dass wir ihn verkaufen können zu einem schon fast lächerlichen Preis von 159.000 wäre schön, aber nicht 159 Euro bei AgraZ Landhandel. Und ja, das ist das Einzige, was wir auch machen können. Das müssen wir halt jetzt eben so machen, weil ich habe jetzt keine andere Lösung gefunden so momentan. Wir können mal wieder Mais ansehen und das da wieder gucken, ob das dann hoffentlich dann mal funktioniert wieder. Aber momentan sehe ich keine andere Lösung, als wie dass wir das Teil nur verkaufen können. Also, es ist zwar ein bisschen nervig und alles, aber ja, da kann man jetzt auch nichts machen. Da passt halt irgendwas nicht. Ich weiß nicht genau, ob es an der Stappenbach liegt, ob es an keine Ahnung was noch liegt. Aber ich vermute sonst sehr stark, dass es an der Stappenbach liegt. Ja, normalerweise müsste es ja funktionieren. Ich habe alle Mods, was Mais Plus angeht, mit drauf. Keine Ahnung. Soll jetzt aber auch egal sein. Wir schauen hier, dass wir heute etwas Spaß beim Häckseln haben. Und ich habe da gerade einen Hund gehört. Läuft. Alter. Ja, okay, man sollte vielleicht auch nicht so schnell Vollgas hier durch die Ortschaft düsen. Wo kann man das Zeug abladen? Hier? Ah ja, man kann hier abladen. Zeug. Immerhin kommt das Zeug weg und wir kriegen Geld. Das ist schon mal richtig schön. Ja, 2000. Ein bisschen Geld kriegen wir ja immerhin. Das ist schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich werde jetzt einfach dann auch mal versuchen, den Mais Plus Mod rauszuschmeißen und das einfach dann mal neue Mais ansehen, ob es dann vielleicht funktioniert. Weil ich habe den Mais Plus Mod habe ich schon mal mit rausgenommen und dann versucht, da was abzuladen, ging immer noch nicht. Es wurde immer noch Mais Plus angeschrieben. Ich komme immer noch nicht um die Kurve rum. Naja. Aber da vorne wartet schon sehnsüchtig der Häcksler. Da sehen wir schon das Rohr von ihm oben aus den Mais rausragen. So. Hallo Kollege, das sind wir wieder. Wenn wir hier ganz kurz wenden. Tut mir leid, Kollege, wenn wir dir da ein paar Rüben kaputt gefahren haben. Kommen wir hier rum? Nee, nicht ganz. Naja. Müssen halt ein paar Maispflanzen weichen. Ja, auch nicht so schlimm. Und jetzt hätte ich vorne noch so auch die Häckselklappe runter gemacht.
Auch wenn man sie jetzt eigentlich gar nicht so bräuchte, aber gut. Wir werden einfach den Versuch machen, hier auf dieses Feld einfach nochmal Mais anzusehen. Und dann mal gucken, ob es dann hoffentlich vielleicht funktioniert. Wäre auf jeden Fall gut, was machst du? Okay, er fährt wieder rein. Kann man hier auch mal einen Tempomaten anschalten, dass hier auch runter gehen auf 10 km/h. Wir fahren hier ein bisschen schief. Und ob das passen. Sind wir schneller als der Häcksler? Oh, wir sind sogar ein bisschen schneller. Wir sind auf 9 km/h. So. Wir haben ja noch einen Vorgewinn, hab ich ganz vergessen. Ich war schon ganz der Meinung, wir fahren schon längs fahren, aber nee. Und da sehen wir schon, das Unkraut ist da auch schon drauf. Deswegen geht auch nicht so viel runter. Aber ich denke mal, so gute 50.000 werden schon da rumkommen. Weil es jetzt kein so kleines Feld. Und ein paar Anhänger kriegen wir da schon raus. Es wäre gut, wenn wir immer den Drescher, den Häcksler wieder reinkriegen würden. Und das waren meines Erachtens knappe 50.000. Oder waren es überhaupt 50.000? Und man gleich nur 30 oder 40. Weil 11.000, glaube ich, hat das Schneidwerk gekostet. Und der Häcksler, glaube ich, 23? Kann das sein? Na egal, gucke ich das später nach, aber wir sind auch schon voll. Die Häcksler knappe machen wir hier auch. Ging hier nochmal. Man kann hier auch die Bordwände runterfahren, okay, das wusste ich gar nicht. Ah, jetzt ab. So. Dann sieht das nämlich ein bisschen besser aus. Weil ansonsten wäre eigentlich das Zeug, was da im Hänger drin ist, schon vorne alles rausgerutscht. Vorne kommt wieder die Bodenwelle. Und lieber Kollege Philipp, der mir hier den Kommentar geschrieben hat, dass ich eine Mission mit einem Kartoffelernte annehmen soll und dann das Feld hier abernten. Ja, wir können gerne eine Mission mit Kartoffeln annehmen, aber das andere ist, man kann die Missionsfahrzeuge nicht auf seinen eigenen Felder einsetzen. Also, wieso fahre ich eigentlich hier rum? Da kommen wir eh immer so schlecht rein. Das funktioniert schon mal nicht. Also werden sie wahrscheinlich untergegruppert. Oder wobei? Ja ne, warte mal, wir wollten ja eigentlich Schweine hier auf der Stappenbach haben und die bräuchten normalerweise, wenn ich mich nicht komplett täusche, Kartoffeln. Das heißt, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir schon mal Kartoffeln hätten. Wenn wir doch, dann werden wir sie wahrscheinlich doch nicht untergruppern. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Das wäre schon ein kleiner Rückschlag gewesen, und so, weil dann hätten wir extra wieder welche anziehen müssen, und so haben wir schon welche. Was war das denn gerade für ein komischer Bug? Meine Kamera ist gerade richtig durch die Gegend gebuggt, aber gut. Ja,
Ein kompletter Anhänger, ja, 6000. Geht ja. Ist glaube ich immerhin ein besserer Preis als wie bei Stroh, oder? Normalerweise schon. Die Einfahrt ist richtig schön breit. Da kommen wir auch easy rein. Aber da oben, das ist immer ein bisschen eng. Das Rauskommen an sich ist ja kein Problem und sagte und steckte fest. Ja. Oh, wir sind diesmal nicht am Baum hängen geblieben. Okay, voll einlenken und langsam fahren hilft also. Dann wissen wir immerhin, wie wir jetzt da rumkommen. Und allzu viel ist es ja auch nicht. Kartoffeltennis hier auf dem Feld. Was wir uns da tatsächlich noch kaufen werden, ist eine Einzelkonsole-Maschine, weil da haben wir tatsächlich noch keine. Und wenn wir dann ein bisschen mehr ins Maisgeschäft einsteigen wollen, dann brauchen wir dann natürlich auch eine Einzelkonsole-Maschine. Sonst kommen wir da auf lange Sicht nicht gut voran, wenn wir die mal mieten müssen. Was ich bei der Stadtbau immer richtig schön finde, ist, dass der Boden immer eine eigene Textur hat, also eine andere Farbe als wir normalerweise. Jetzt dann geht's gleich an die Längsbahn, ich freue mich schon. Jetzt müssen wir nur gucken, was er jetzt dann gleich macht. Aber normalerweise würde er darin fahren und dann zurücksetzen. Das heißt, wir müssen schnell sein im Wegfahren, damit er uns nicht reinfährt. Ja, okay, das wird jetzt auch gleich machen, oder? Nee, macht er nicht. Kollege, was hast du denn vor? Will er noch ein Vorgewende? Okay. Hatten wir drei Vorgewände eingestellt? Ich dachte, wir hatten nur zwei. Naja, egal. Der weiß schon, was er tut. Ah, so ein Tempomat ist schon was Feines. Eigentlich fehlt hier drin noch so ein Funkgerät, wenn wir uns mit dem Hexafaller da drüben reden könnten, aber das hat der LS noch nicht so. Money Mods haben wir ja als D-Coins drin. Okay, macht tatsächlich noch ein drittes Vorgewende. Ich war jetzt ganz der Meinung, wir hatten nur eingestellt, aber naja, wir haben auf jeden Fall genügend Platz um zu wenden. Da würde es dann auf jeden Fall nicht scheitern. Da kommt die Treffpflanze jetzt schon auch noch mitnehmen können. Ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen eine Längsbahn, da können wir ganz kurz gucken. Und zwar habe ich nämlich auch einen neuen Mod mit reingenommen. Die Frage, wo ist denn drin? Aber ich glaube unter Anhänger. Und zwar ein neuer Silierwagen. Und zwar, da ist er. Ein Fliegel. Hatten wir tatsächlich auch noch nicht.
Wenn wir natürlich dann mehr mal ins Maisgeschäft jetzt dann einsteigen wollen, können wir da schon mal überlegen, ob wir uns den zweiten beschaffen wollen. Also den Stapel mal austauschen. Okay, und da sind wir auch schon wieder voll. Tschüss, Hexer, Vater, bis gleich. Oh, der Fan sieht schon aus, richtig schmutzig. Anhänger geht noch. Also nach dem Einsatz brauchen wir auf jeden Fall den Kercher. Ups. Ja gut, da sind die ersten 7 Kartoffeln draufgegangen. Komm, kleine Fußgänger, lassen wir natürlich noch mal drüber hier. Nur noch ganz knappe Geschichte, halt hier um die Kurve rum. Aber ging. So, hier müssen wir schon wieder rein. Damit können auch vielleicht ein bisschen schneller laufen. Müssen wir nicht so lange an der Straße immer stehen bleiben. So, dann kommt die nächste Ladung. Weg. Dürfte noch mal gute 6000 geben, oder? Oder ist der Preis schon gesunken? Ich hoffe nicht. Ich habe hier um 1 Euro. Das geht noch. Und wir müssen uns beeilen, weil der Preis wird dann demnächst, wenn wir hier mehr verkaufen, radikal sinken. Die Halle muss ich demnächst auch mal austauschen, dass unser Drescher nicht die ganze Zeit im Freien stehen muss. So. Ging. Müssen wir schon mal einlenken, volle Kanne. Ging. Sogar einen Innern sich geschafft. Perfekt. Da haben wir das Tagesziel hiermit schon erfüllt. Einmal bei der Hofeinfahrt rein in Innen- und Außenansicht kommen. Wie schnell vergeht denn bitte hier die Zeit auf der Stappenbach? Jetzt haben wir schon kurz vor 17:45, also 17.41 Uhr. Oh, die Zeit läuft auf 1. Ja, also auf Echtzeit. Na gut. Jetzt müssten wir normalerweise dann gleich Längsbahn kommen. Die mich nicht komplett täusche. Kollege, fahren wir noch ein bisschen weiter vor. Ja, dass er da das schön hier mitnimmt. Was macht er jetzt? Ah, jetzt kommt auf jeden Fall Längsbahn. Weil jetzt fährt er nämlich die Strecke hier nochmal runter. Okay, er will eine Pflanze, eine Reihe, denkt er, wird schon stehen bleiben, die nehmen wir gleich nochmal mit. Ja, ein paar Liter hier sind es dann doch. Ja, stimmt, das Feld ist ja nicht ganz gerade. Und wenn wir jetzt hier runterfahren, dann ist es komplett schön gerade, dann ist ein richtig schönes Rechteck. So, dann wird er drehen, oder? Ja. Dann wenden wir auch mal.
Ja. Tempomat wieder drin. Ah, und zurücklehnen. Immer nur ein bisschen mit der Maus hin und her und ein bisschen lenken. Ich bin mal gespannt, ob wir heute mit dem ganzen Feld fertig werden. Ich glaube es zwar eher nicht. Wir sind jetzt bei 22 Minuten knapp, laut meiner Anzeige. Das heißt. Na, wie viel haben wir noch? Ja, ganz werden wir es nicht schaffen. Aber dann haben wir für morgen auch noch ein bisschen was. Ist ja auch nicht schlecht. Einen Anhänger will man noch voll machen, denke ich mal. Und dann war es das mit der Folge, weil für ich nehme hier gerade nachmittags auf und ja, da werden ein bisschen Unwetter angesagt und ich sehe schon durchs Fenster, dass da ein bisschen hinten sich was zusammenbraut. Ich vorhin auch schon den ein oder anderen Donner gehört. Und das wäre dann noch ein bisschen suboptimal, wenn ich da aufnehme, wenn es ganz volles Unwetter hat. Deswegen machen wir den Anhänger noch voll. Dann haben wir auch ganz gut was geschafft. Meine ich so, da kommt in der Längsbahn ein bisschen weniger runter. Irgendwie so das Gefühl gehabt, weil wo wir eine Außenbahn gefahren sind vorher, da waren wir dann schon ganz schnell halb voll. Und das ist jetzt schon die zweite. Ja, vielleicht liegt es auch am Unkraut. Ich habe nämlich gedacht, das war vorher nicht da. Und es ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen, dass es einmal in der Zwischenzeit gewachsen ist. Das Unkraut macht dann schon ganz schnell nochmal 20% aus. Und das merkt man dann, glaube ich, schon ganz gut. Und wir sind voll. Dann wollen wir das gute Teil noch verkaufen. Nicht zu schnell, da vorne kommt das Schlagloch. Also ich jetzt versuche geschickt zu umfahren, indem ich einfach hier ein bisschen ins Kartoffelfeld reinfahre. So, Autofußgänger kommt diesmal nichts. Das heißt, wir können schön herum. Boah, das war knapp mit dem Vordach und dem vor der Haustüreingang. So, hier schnell rin, bevor der Fußgänger wieder kommt. So. Und dann darf ich mich von euch auch schon wieder verabschieden. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Ja, dann sehen wir uns demnächst dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach, wenn wir den restlichen Mais verkaufen. Und hoffentlich ganz gut Geld einnehmen. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen dann. Haut rein und ciao, ciao.